Willkommen zurück zur 39. Folge des Let's Play Civilization 3. Wir laden unseren Spielstand aus der 38. Folge und wir sind ganz friedlich. Wir starten ganz friedlich 1944. Es gibt keinen Zweiten Weltkrieg. Wir haben Frieden mit den Römern geschlossen. Alles ist in Ordnung. Ja, hier sollte es eigentlich so ein massives Aufgebot an Barbaren geben, so stand es zumindest als Bericht da. Ich sehe hier aber nur das eine Häuschen. Wir werden sehen, vielleicht verhalten sie sich ja irgendwie bedeckt. Und wir haben es geschafft, in der letzten Runde unsere Kohleversorgung wiederherzustellen. Und ich hoffe, unsere Arbeiter sind jetzt auch sehr fleißig und bauen vor allem Schienen, sodass sie ganz fix von einem Ort zum anderen gehen können und wir uns dieses Hin- und Hergerenne von den Arbeitern ein wenig sparen können, weil es einfach wesentlich schneller geht über Schienen. Dann sieht man nämlich nur noch, wo sie ankommen, glaube ich, oder wo sie starten. Ich weiß nicht genau. Ja. Hier gibt es wieder Artillerie und Kavallerie, die ich wecken kann. Die sollen nicht hier auf dem Kontinent verbleiben. Hier auch eine Kavallerie. Ja, es sind immer noch nicht genug. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es sind jetzt 8, aber ich brauche ja 9, damit noch mindestens eine Einheit verbleibt. Jetzt habe ich wieder ins Mikrofon gehustet, dabei hätte ich es doch mal eben ausstellen können. Naja. Hinterher weiß man es immer besser. Und durch die massive Verschmutzung habe ich auch schon Klimaveränderung. Da haben sich schon einige, einige Felder zum Negativen verändert, wie zum Beispiel Plains, die sich in Grasland umwandeln. Klar ist Grasland nicht schlecht und Plains verursacht Krankheiten, aber Plains bringt einfach mal auch massiv mehr Nahrung. Hier sehen wir hier 5 Nahrung auf den Plains. Ja. Es ist halt nicht so cool, wenn das fehlt. Okay, mach mit der Factory weiter. Cultural Influence mitten im Kernland, die sich ausbreitet, davon sehen wir natürlich gar nichts. Schau mal an hier, New Hamburg könnte ich das Apollo-Programm bauen. Vielleicht mache ich das sogar. Es dauert nur 10 Runden, weil hier schon alles fertig ist. Ich mache das mal eben. Ich weiß gar nicht, was mir das bringt. Außer der Möglichkeit, dass ich das Raumschiff bauen kann. Hier ist jetzt auch alles fertig. Ich könnte jetzt Manhattan-Projekt bauen. Das mache ich, glaube ich, auch. Ich meine, wir haben ja jetzt Friedenszeiten, von daher. Jo, hier ist die Police Station fertig. Hier ist noch einiges zu tun. Auch hier bei Gera ist noch einiges zu tun. Ja, hier ist sowieso bei Augsburg.
Ja. Bin ich jetzt hier schon. Ah, das brauche ich gar nicht. Hospital brauche ich auf jeden Fall. Schauen wir mal in die Civiclopedia. Small Wonders. Apollo-Programm ist ein Small Wonder. Okay. Es gibt einem nur die Möglichkeit, einfach das Apollo-Programm zu starten, also das Raumschiff zu bauen. Deswegen ist es auch ein Small Wonder, weil da einfach nichts, also sonst nichts passiert, außer eben der Geschichte mit dem Raumschiff. Aber ein großes Wunder ist das Manhattan-Projekt. Okay, das erlaubt den Bau von Nuklearwaffen. Ich doch schon. Ja klar, das erlaubt den Bau von Nuklearwaffen. Ist jetzt auch nicht der Hit, weil ich will eigentlich gar keine Nuklearwaffen bauen. Was ich aber vielleicht mal machen könnte, wäre doch mal eine zu bauen und dann zu speichern, so dass ihr mal sehen könnt, wie das aussieht, wenn so eine Nuklearwaffe hochgeht. Das ist doch ein ganz nettes Schauspiel. So, der wird auch automatisiert. Meine Runde ist beendet. Quasi beendet. So, hier fehlt noch eine Einheit. Also vielleicht sollte ich doch eine Nuklearwaffe bauen und sie einfach mal so auf eine römische Stadt werfen oder sowas. Für den Atompilz, den wir dann sehen dürfen. Es sieht schon ganz nett aus, aber wie gesagt, ich meine, ich habe jetzt schon mit der Klimaveränderung zu kämpfen durch die viele Verschmutzung. Da will ich mir nicht noch mehr Verschmutzung einfangen. Ja, wie schaut's aus? Eins, das ist eine Mac-Infanterie. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Okay. Das Ding ist voll. Nee, das Ding ist voll heißt, dass ich jetzt erstmal alle aufwecke. Wake. Alle außer die Mech-Infanterie. Die soll auch nicht im Transport sein. So, sind alle wach. Die Mech-Infanterie befestige ich. Ja, du kommst hier auch runter. Pikeman. Großartig. Ja, diese Städte werden von einem Speermenschen bewacht. Das ist High Advanced. Kann ich nur sagen. Ja, und wenn die Schienen fertig sind. Ja, diese Einheit sollte nicht aus Richmond rausgehen. Denn sie ist meine Verteidigungseinheit. Ja. So, und die wollte ich beide disbanden, weil ich habe keine Lust, noch Spearmen in den Städten zu haben. So, und die sollen alle aufgeladen werden. Load, 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 load. Du verteidigst hier, du verteidigst dort.
Du wartest eine Runde. Ja, und der Transporter habe ich leider schon bewegt, so dass mir das Load jetzt nicht mehr viel gebracht hat. Hier ist eine Offshore-Plattform fertig bei Berlin. Das ist auch schön, weil so bekommt die Stadt natürlich nochmal einen ordentlichen Boost, was die Produktion angeht. Ja, Pollution, Pollution. Ich muss hier noch viel besser werden, was die Pollution angeht. So, München ist fertig. Wieder alles gebaut. United Nations kann ich ja im Grunde nicht bauen, weil nur United Nations triggert den Bündnissieg. Könnte ich nochmal nachgucken. Hier ist das Hospital fertig, das ist gut. Dann kann es auch weitergehen. Mit dem Manufacturing Plant schon wieder das letzte Gebäude fertig. Dortmund schrumpft noch weiter. Weiterbauen. Da gibt es auch viel Verschmutzung. Potsdam ist ein Wasserkraftwerk fertig. Oh, und Potsdam wächst wieder. Ja, wie haben sie denn das jetzt hinbekommen? Weiß ich gar nicht genau wie. Das fällt hier, glaube ich. Ja gut, wenn Potsdam wachsen kann, dann soll es das tun. Wir bauen das Manufacturing Plant. Und wir haben eine. Ja, gut, Aquädukt ist absolut notwendig hier als nächstes. Unsere Schatzkammer ist leer, ungewöhnlicherweise. So, und ich werde nochmal in der Civiclopedia gucken, was United Nations bedeutet. Ja, das triggert den Diplomatic Victory. Was bedeutet das? Domination. Ich meine, Domination habe ich ja quasi schon. Space Race. Building a ship. Ja, also wenn das Schiff fertig ist, dann habe ich gewonnen. Dann gibt es eben noch die anderen Möglichkeiten. Six ways to win. Ich sehe hier nur vier. Ist nicht. Ah, okay. Ist das jetzt hier die nächste? Nee, das ist War Weirdness. Victory Condition. Victory Condition. Ich kann nicht scrollen. Ich sehe hier nur vier Wege, um zu gewinnen.
Und ich weiß nicht, wie es weitergehen könnte. Ja, und ich weiß auch gar nicht, wie dieser Bündnissieg getriggert wird. Ich möchte nämlich nicht, dass ich jetzt die Vereinten Nationen baue und dann quasi ich schon gewonnen habe. Das massive Aufgebot. Es handelt sich um einen einzigen Gegner bei dem massiven Aufgebot. Okay. Und es ist voll beladen, sehr schön. Ja, und diese ganzen Einheiten müsste ich ja jetzt im Grunde schon nach hier fahren. Das dauert ganze 17 Runden. Können sie auch noch da fahren. Dauert es nicht ganz so lang. Gerne noch ein Stück nach rechts. Noch mehr, noch mehr. Na komm schon. Noch ein Stückchen mehr. Ja, sehr schön. Okay. Hierhin ungefähr. Sehr nett, die Amerikaner bauen hier noch alles voll. Überall, wo geht. Da dauert es immerhin nur 12 Runden. 12. Das ist auch schon lang genug. Bitte baut Eisenbahn, bitte baut Eisenbahn. Oh, da war eine Stadt mit, nicht Disease, sondern, ach Gott, Unruhen. Englische Wort vergessen. Nicht schlimm. Hoffe ich. Das muss ich natürlich korrigieren. Liebe Arbeiter, baut bitte, bitte, bitte Schienen. Denn ihr nervt. Ich hätte schon fast ein bisschen Lust, einfach Arbeiter zu stoppen und sie manuell. Das ist vielleicht gar keine so dämliche Idee. So, ich muss hier aber erst einmal die Stadt finden, in der es Unruhen gab. Ja, wo ist sie denn? Wo ist die Stadt, in der es Unruhen gab? Sieht bald so aus, als hätte ich gar keine Städte, wo es Unruhen gibt. Sieht überall so friedlich aus. Es hat doch irgendwo gebrannt. Etwa in der neuen Welt? Nein, in der neuen Welt auch nicht. Das ist eigenartig. Das ist wirklich eigenartig. Ah, hier, Riga. Okay. Habe es geschafft. Ja, genau. Zu Arbeiter zu stoppen. Und einfach mal auf R zu drücken. Aber die haben sich ja alle schon bewegt, diese Schweine. Ja, ja, ja. Ich mach das jetzt. Ich drück hier irgendwie auf Arbeiter drauf. Ihr bewegt euch nicht weiter. Wisst ihr Bescheid? Ich stoppe euch jetzt und drücke auf R. So. Gibt es noch mehr Arbeiter? Hier gibt es gar keine Arbeiter. Da Verschmutzung auftreten würde hier.
würde es auch alles zuseuchen. So wie hier unten, wo es fast keine Arbeiter gibt. Ich meine, es gibt ja hier einige Arbeiter, aber die sind ja fast alle noch von mir gesteuert. Du auch. Du wiegt sich sowieso noch die Hälfte. Ja, zumindest ein paar. Okay. Dann brauche ich wieder mindestens 3 Einheiten da unten, um die nächste Karavelle voll zu machen. Zwei sind schon da. Disorder in Cologne. Da ist mal wieder was fertig geworden. Und gleich mit der Factory fortfahren. Das ist auch schön. Der Tresor ist leer, wie eigenartig. So, gut ist. Du baust keine Festung. Verdammt. Nein, du baust keine Festung. Jetzt habe ich ihm natürlich die Runde versaut. Schienen. Ich drücke lieber auf R dann. Oh, das ist gar nicht. Groß R. Meinetwegen Groß R. Baut verdammt nochmal Schienen. Wo ihr nur könnt. So. Ja, bau verdammt Schienen. Geil. Ja, ist auch schön. Also, man braucht jetzt nur noch einmal auf R drücken und die. Muss noch an Köln denken. Und eine Straße ist sofort fertig. Also, innerhalb der einen Runde ist sie sofort fertig. Das hat man davon, dass die Arbeiter in der Demokratie doppelt so effektiv sind. Kennt man ja, ne? Minijobber, 1-Euro-Jobber, Leiharbeiter, die sind ja alle sicherlich super effektiv, weil alle müssen um ihren Job fürchten, um darum fürchten, gekündigt zu werden, wenn sie nicht effektiv genug sind. Das ist das Tolle in der Demokratie. Ich hoffe, ihr versteht meinen Sarkasmus. Ja, ich habe natürlich überhaupt nichts gegen Demokratie, wenn denn ein vernünftiger Sozialstaat dahinter steht, woran es hier in Deutschland leider etwas mangelt. So, schon fertig. So, dann kann ich ja die Karavelle schon wieder aktivieren. Ich weiß gar nicht genau, was ich da draufladen kann. Cavalry, okay. Geht einfach. Geht einfach drauf, so es denn geht. Ja, 3 passen drauf. Okay. Und ihr kommt hier in diese Städte. Noch einmal in diese Städte.
Ja, es mag sicherlich genug Leute geben, die auch in unserer Demokratie mit dem leider doch sehr krass zuschlagenden Kapitalismus No way, fuck you, liebe Engländer, wir haben lange Zeit Krieg gehabt. Gib euch jetzt doch nicht die Weltkarte für lau. Ich hätte jetzt eine andere Idee. Wenn ihr die Weltkarte haben wollt, ihr habt doch nicht mal Gold. Ach, tschüss. Ja, Leute, die ganz gut klarkommen und ganz gut leben können. Aber es ist leider nicht für alle so und das in einem so reichen Land, das ist schon traurig. Manchmal muss man auch ein wenig umverteilen. Gut. Weiter geht's. Factory wäre nicht schlecht. Das dauert hier aber lange. Ja, dann muss es eben so lange dauern. Dann dauert es eben bis 2030 oder so, bis die Factory gebaut ist. Mir doch egal. In anderen Städten ist es schon längst erreicht. Hier ist. Genau, Hydroplant ist auch schon gebaut. Hier ist tatsächlich alles fertig. Aber hier fehlen noch die. Die Mech-Infanterien. Können jetzt leider auch gerade nicht growen. Müssen erst weitere Dinge gebaut werden. Da ist die Universität fertig, das ist doch schön. Kann sich der kulturelle Radius auch schnell weiter ausbreiten. Eieiei. Hier ist aber auch ein Hospital dringend nötig. Superconductor ist fertig. Was kann Superconductor noch mehr Bauteile fürs Raumschiff? Ja. Okay. Ich möchte gern mehr Schienen bauen. Ich baue Schienen. Zerstör dieses Barbarenlager, bitte. Und die Runde ist zu Ende. Sind jetzt bei mir natürlich alles so Pseudo-Runden. Weil, wie ihr seht, die Runde noch nicht wirklich zu Ende ist, wenn ich dort klicke. Aber. Oder hier. Aber das ist ja nur so mein symbolisches Runde beenden Dings. Damit, falls noch wi was Wichtiges zu tun ist, wie zum Beispiel irgendwo Disorder aufheben, ich daran erinnert werde, dass ich das auch wirklich tue. Ja, wandern schon wieder zahlreiche Arbeiter durch die Gegend. Wäre jetzt wieder der richtige Weg, diese Arbeiter in der nächsten Runde anzuhalten. Sofern sie denn auf einem Stück Land stehen, wo noch keine Schiene existiert. Guck mal nach. Hier ist zum Beispiel ein Arbeiter, der da so rumläuft. Da oben sind ja keine Arbeiter, das haben wir ja vorhin schon festgestellt.
will ich nicht anhalten. Der ist sowieso unterwegs nach Dortmund. Okay. Weiter geht's. Ihr setzt euch alle fest. Ja, das werden jetzt zahlreiche Kavallerien werden, die sich da langsam einfinden. Ja, liebe Römer. Ihr wollt die Territorial Map tauschen. Okay, wir akzeptieren des Friedens wegen. Gleich mal in der nächsten Runde. Oh, die Russen wollen auch. Ich will aber euer gesamtes Gold dafür haben. Dann bin ich einverstanden. Die Territorial Map und Kursk. Das wäre zu viel des Guten. Dankeschön. Das geht sofort in meiner Kasse unter, aber es geht ja nur darum, die Russen ein bisschen zu ärgern. Gut. Ja, hier ist auch noch viel zu bauen. Das ist schön. Zum Beispiel ein Recycling Center. Also viel zu bauen ist natürlich übertrieben. Nämlich hier ist nur noch das Recycling Center zu bauen. Aber das sorgt natürlich dafür, dass es weniger Verschmutzung gibt. Jo, und hier scheint mir jetzt alles fertig zu sein. Das kann ich hier jetzt aktuell auch nur noch weiter auf Mech Infantry setzen. Da ist ein Manufacturing Plant fertig. Sieht's genauso aus. Da setze ich auch weiter auf Mech Infantry. Ist halt auch ein bisschen die Frage. Disorder in Rostov. Ein bisschen die Frage, ich brauche ja hier nun nicht wirklich jede Kavallerie, die vielleicht irgendwie fertig wird. Okay, hier ist anscheinend die Schiene schon fertig. Und da auch. Wenn ich es nicht direkt sehe. Da ist schon eine Schiene fertig, das sieht man auch. Da sieht man auch die fertige Schiene. Bringt ja schon enorm was, wenn einfach nur die Städte verbunden sind. Mach's weiter, Mech Infantry. Es gab aber eine Einstellung auf jeden Fall, dass weiter produziert wird, was man mal eingestellt hat, weil das kann besonders hier bei den Mech Infantry auch ein wenig nerven. Ja, yeah, das kann ich auch anmachen. Dann kann ich mir das sparen mit dem Hubschrauber. Das ist doch mal eine gute Sache. Ja. Cancel Orders for Friendly Combat Unit.
Okay. Du machst bitte weiter damit. Und ich schau mal, wo ich die MIG-Infanterie einteilen kann. Zum Beispiel hier so. Ja. Hier bei Frankfurt könnte ich natürlich auch einfach mal so Schienen bauen, weil dann können die anderen Arbeiter mal da runterkommen, um zu helfen. Das wäre doch auch schon ein Plan. Ah, bleibst jetzt einfach mal hier. Ich weiß gar nicht, warum sie das abgeschafft haben. Es gab früher mal den Modus S. Weiß gar nicht, was der bedeutet. Da konnte man Einheiten nicht festsetzen, so wie jetzt, sondern in Wachmodus stellen. Das heißt, wenn eine feindliche Einheit in die Nähe kam, dann wurde diese Einheit aktiviert. Und dann hat man das auch ganz schnell gesehen, dass da eine feindliche Einheit ist. Das haben sie aber irgendwie wieder abgeschafft. Was ich eigentlich schade finde. Die Kavallerie bleibt einfach mal dort. Hier sammelt sich einiges. Und ich habe kein Gold. Mit Menschen kann ich nicht mehr hurryen. Und jetzt ist es hier auch mit dem manuellen Runde beenden. Das ist ja ganz praktisch. Liebe Römer, ich habe euch keine Rite of Passage gegeben und ihr wandert einfach durch mein Land. Ich mache jetzt hier, gehe jetzt an die Factory. Wenn die erstmal gebaut ist, dann. Oh, da hat etwas nicht gestimmt. Dann geht es auch ganz fix mit dem Weiterbauen. Logischerweise. Auch alles fertig. Solar Plant. Wenn wir jetzt Frieden haben, dann brauchen wir auch nicht unbedingt weiter Police Stations bauen. Das vielleicht dann so als letztes. Bei Düsseldorf hat Disorder. Achtung, Achtung. 160 Runden. Ja, ist schön. Bin ich gleich bei Düsseldorf gelandet. Mir ist so, als wollte ich irgendwas in der Cyclopädie nachschlagen oder so. Aber irgendwie ist es mir entfallen. Railroad. Mehr Railroad. Mehr Railroad-Wagen. Ja, bitte macht weiter, MIG-Infanterie. Denn wir brauchen diese Einheiten.
Zum Beispiel in Hamm. Ja, und die kann ich jetzt festsetzen. Die setze ich einfach auch mal hier fest, falls sich da wieder eine Barbarensiedlung etabliert. Denn das möchte ich nicht. Wie wir sehen, gibt es da noch ganz viele freie Gebiete, wo keine Schienen vorhanden sind. Okay. Hier kann ich jetzt mal gucken. Stadt ist ja schon gut versorgt. Vielleicht hier so. Ja, ich glaube, da ist genau richtig. Problem ist, dass da unten mal wieder ein kleines Barbarenlager vorhanden ist. Deswegen nehme ich mir hier mal. New Hastings war doch hier auch, genau. Hier nehme ich mir mal die Kavallerie raus. Und schickt die da nach oben. Beziehungsweise schickt die erstmal hier hin, um das Barbarenlager anzugreifen. Ah, disband. Ja, das tun wir. Weg mit denen. Ah, und hier ist. Oh, hier ist enorm viel zu tun. Kann hier eigentlich auch nur Schienen bauen und hoffen, dass da schnell für Hilfe gesorgt wird. Sofern die Schienen fertig sind. Okay. We will move automatically. Ich weiß nicht genau. Goodbye. Oh, liebe Leute. Der ehemalige Präsident von Südafrika ist gestorben. Nelson Mandela ist gestorben. Kommt gerade rein die Nachricht. Wenn die Folge morgen online geht, dann wisst ihr auch Bescheid. Südafrika gibt es leider nicht als Fraktion hier im Spiel. Könnt ihr euch bestimmt Nachrufe morgen anhören von Nelson Mandela. Ein Mensch mit Geschichte auf jeden Fall. Ein wichtiger Mensch. Okay. Mac Infantry. Ja, wir werden alle fertig. Alle Städte. Cultural Influence is expanding hier mitten im Nirgendwo. Grassland, da ist es wieder passiert. Grassland goes to Plains. Und Starvation bei Potsdam. Also ist die Stadt kurz gewachsen oder wollte kurz wachsen, jetzt ist es schon wieder vorbei. Tja, was soll man dazu sagen? Gut, weiter geht's hier mit dem fröhlichen Railroad-Bau. Da können wir noch was tun. Und hier fehlt auch der Anschluss nach Templin. Ja, wie ihr seht, der kürzeste Weg ist nicht von hier nach
dort, sondern einmal komplett rum, weil einfach ein das Fahren über Schienen keine Züge verbraucht. Das sollte man definitiv nutzen. Disband. Okay. Bitte jetzt natürlich möglichst alle Städte direkt anbinden. Geht natürlich nicht ganz so leicht. Ah, sehr schön. Zumindest solange meine Kohle vorhanden ist. Ich kann ja durchaus passieren, dass die ruckzuck wieder verschwunden ist. Wenn ich das sehe, kann ich definitiv noch mehr Einheiten Arbeiter frei machen, aber ich glaube, das geht jetzt auch recht fix mit den Arbeitern, die ich jetzt da frei gemacht habe und die ich jetzt selbst bewegen kann und selbst bestimmen kann, wo ich Schienen baue. Und das Schienenbauen dauert ja auch nur 2 Runden. Das ist ja auch sehr effektiv. So, und hier störe ich niemanden. Da werde ich die Stadt bauen. Und ich brauche mal wieder einen Stadtnamen. Haha. Ja, jetzt wird es wieder schwierig. Ich glaube, Weimar habe ich auch schon. Oh, habe ich nicht. Na ja, dann. Sehr schön. Dann gründe ich diese Stadt. Die Straße ist auch schon vorhanden. No problem anyway. Okay. Ja, und der bleibt hier befestigt. Was? Aus Versehen auf D gedrückt. Wir haben noch nicht einmal den Übertritt einer Stadt, einer fremden Stadt zu unserer Zivilisation gesehen, weil anscheinend die Kultur nicht schnell genug wächst. Was außerordentlich eigenartig ist. Jo. Hier ist auch das Manufacturing Plant fertig und damit auch das Bauprojekt erstmal abgeschlossen. Hier ebenso. Hier sind noch keine Mech-Infanterien fertiggestellt. Kann ich das sofort in Angriff nehmen? Hier sind noch andere Sachen zu bauen. Portsmouth und Köln. Satelliten sind fertig. ICBM kann ich jetzt bauen. Werde ich aber nicht tun.
Salpeter. Okay, ich habe noch genug andere Quellen. Also die kritischste Ressource ist wirklich Kohle, weil davon habe ich nur eine. So, Portsmouth und Köln. Oh, gut geklickt. Das geht jetzt inzwischen alles schon in 0 Runden. Ja, auch hier irgendwo gab es die Funktion. Ich weiß nicht wo, eigentlich bei Preferences hätte ich gedacht, dass man ausstellt, dass Vorschläge gemacht werden für den nächsten Bau einer Einheit. Ja. Weil es nervt nämlich, wenn hier immer wieder die Panzer eingestellt werden, obwohl ich eigentlich einen Mech-Infanterien bauen will zur Verteidigung. Das könnte ich mir nämlich sparen, diese Klicks. Disband this shit. Yes, we need to. Okay. Und du sollst natürlich Weimar verteidigen. Ganz viele Arbeiter in der Stadt. Ich jetzt sagen, daran erkennt man. Kacke die sind. Dass sie alle hintereinander latschen. Wobei das nicht so ein Problem wäre, da den Algorithmus anzupassen und das Spiel an der Stelle zu verbessern. Aber es ist ja wahrscheinlich Closed Source Civilization. Also im Moment ist es wahrscheinlich so, dass hier einfach so Bauaufträge vergeben werden in einer Art Queue. Wo dann drin steht, hier ist ein Bauauftrag zu erledigen, hier ist ein Bauauftrag zu erledigen und so weiter und so fort. Und die Arbeiter machen sich dann einfach auf den Weg und versuchen, diese Bauaufträge zu erledigen. Und dann machen sich einfach auch viele Arbeiter zum gleichen Bauauftrag auf den Weg. Und das ist natürlich äußerst ineffektiv. Ist das Research Lab fertig? Ja, bitte, 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 bitte. Baut mal schnell eine Fabrik. Ja, das ist natürlich jetzt auch von Vorteil. Dann geht es echt schnell, wenn die Fabrik fertig ist. Aber das ist ja auch noch alles mein Kernland, von daher. Ach, ist das hier alles. Wasser auf die Mühlen nennt man das, ne? Pollution, Pollution, Pollution. Achieved a cultural victory. I win.
Liebe Leute, ich habe gewonnen. Ich habe den kulturellen Sieg erreicht.